Moin, herzlich willkommen zu einem neuen On-the-Road-Video. Heute wieder, wie man sehen kann, Phantasialand. Und wir sitzen auf Colorado. Mal schauen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Viel Spaß mit dem Video. Tschö, bis gleich. So, gerade eben eine neue Jahreskarte gegönnt. Danke an den alten Mann, also mein Vater, der das finanziert. Jetzt haben wir eine Runde Tempo, dann mal gucken. So, jetzt da oben Winches gefahren. Mit einem Wagen, der sich nicht gedreht hat. Das war irgendwie lustig. Oder kaum gedreht hat, aber der war gleich kaputt. Jetzt mal gucken, gleich. Okay. So, wir fahren jetzt Taron, Simmel Rider. Normaler Warteschlange, es steht auf 100 Minuten. Und hier sind geschätzt 60 Minuten. Kommt schon eine halbe Stunde an, schon die erste Störung. Ja, ja, wahrscheinlich wieder Reifenwechsel, weil es ist warm. Die Reifen gehen am Arsch. Ja, geht langsam voran. Yeah. Gerade der war gefahren, der war geil wie immer. Jetzt fahren wir Mos Chocolat. Quick Pass natürlich. Ist zu voll. Also die ganzen Wartezeiten-Systeme, die spinnen alle. Zum Beispiel Talukan zeigt 0 Minuten an und stehen drauf bis zum Ausgang. Chiapas, das Papierschild zeigt 100 an und es zeigt nur 60. Ja, ist was fehlerhaft. Tempel-Warteschlange, Alter. So, wir fahren jetzt Hollywood-Tour. Zwei Sachen zum Chocolat. Erstens, der Quickpass-Reader ist immer noch kaputt. Zweitens, mit kaputter Brille zu fahren, das war kein Spaß. Verkackst du total. Oh, so lange habe ich seit 2008 nicht mehr gestanden. Also ist endlich mal wieder voll hier. Als Belohnung für deine Abenteuer erhebe ich dir den Schatz der Seefahrer. Das Essen und Geisterlichtschaffer zum Ausruhen danach fahren wir jetzt Tigo, oder ist es zu voll mir jetzt sich? Fahren Zikal. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile 3:30. Der Park hat bis 19:30 auf. Pass auf. Florabe Avigando und Reif fahren wir jetzt Temple of the Night Tor mit dem da. Ich bin gerade zum Abschluss Taron gefahren. Eine kleine Mini-RT vorne in erster Reihe, ganz allein für mich im Halbdunkel. Boah, das ist so geil. Ich begebe mich jetzt Richtung Ausgang. Da bin ich in Herbstferien wieder da. Und dann würde ich mal sagen, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.